Moin Moin, hier ist Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier beim FC Bayern München. Und ja, die Folge heißt Weltfußballer des Jahres und darüber sprechen wir auch in diesem Part, denn wir haben das 16. Spiel. Im Dezember ist es noch, am 26. am 2. Weihnachtstag gegen die Hertha. Dann haben wir noch ein Heimspiel gegen Augsburg am 3. Januar. Und dann kommt Weltfußballer des Jahres. Und dann sind wir auch schon wieder durch die Winterpause, so gut wie durch. Wenn es natürlich Angebote gibt, die können wir natürlich bis zum letzten Tag im Transferfenster checken. Und dann würde ich sagen, rein ins Spiel gegen Hertha BSC. Das dürfen wir leider nicht spielen, wir waren ja nicht im Kader. Wir gewinnen aber 3:0 und somit haben wir den einen Punkt immer noch Vorsprung. Letzter ist immer noch Eintracht Frankfurt. Wunderbar, endlich mal ein 3:0 paar Tore geschossen und nicht wie sonst immer so Larifari 1:0 gewonnen oder auch 0:0 gespielt. Und jetzt geht es schon mal Fußballer des Jahres aus Asien. Wer wird's? Lyanko gewinnt Fußballer des Jahres aus Asien. Ich kenne ihn nicht, aber das macht ganz und gar nichts. Und die Clubrangliste wurde aktualisiert. Das heißt, wir können mal gucken, Clubrangliste. Sind wir Tabellenzweiter hinter Juventus Turin. Da hinter uns kommen Barcelona und Real Madrid. So, und individuelle Titel Fußballer des Jahres aus Asien. Lyanko, Wang Xialong und Mingyang Du. Ich hoffe, ich habe alle Spieler richtig ausgesprochen, aber jetzt geht es erstmal weiter und gleich wird schon der nächste bekannt gegeben. Und zwar Südamerika müsste dran sein. Und habe ich recht? Wer hat recht? Ich glaube, ich habe recht. Es ist Südamerika. Star des Jahres ist Pavon. Gewinnt Südamerikaner Star des Jahres. So, haben wir das auch geklärt. Wir schauen auch natürlich da, wer die Top 3 sind. Individuelle Titel Südamerika-Star Pavon, Kessi und Brenafeta. Und dann geht es jetzt gleich los und zwar gegen Augsburg und ich hoffe, dass wir spielen, sonst wird das ein sehr, sehr kurzer Part, kann ich euch sagen. Mannschaft des Monats, Lewandowski, Kruse, Kummer, Keita, Thiago, Weigel, Douglas Santos, Hinteregger, George, Meret, Stenzel und Timo Horn. Ab heute ist das Transferfenster geöffnet. Ich werde Sie informieren, falls Angebote für Sie eingehen. Es könnte interessant werden. Was? Und scheuen Sie sich nicht davor zurück, den Verein zu sagen, welche Rückennummer Sie tragen wollen. Bayern München hat mir klar gemacht, dass sie an dir festhalten wollen. Sie bieten uns gutes Geld, aber an deiner Stelle wäre ich geneigt, auf ein besseres Angebot zu warten. Überlege es dir gut. Also, erstes Angebot haben wir und das ist vom FC Bayern selber. Carlo Ancelotti, hier immer noch Trainer, 2-Jahres-Vertrag, 7 Millionen würden wir kassieren. Sprich 3,5 Millionen pro Jahr. Gegen Augsburg dürfen wir ran und dann will ich hoffen, dass wir auch die Torhymne hören, denn wir sind zu Hause und jetzt rein in das Stadion gegen FC Augsburg. Und da ist der Anstoß im Spiel gegen den FC Augsburg. Das 17. Spiel, das heißt das letzte Spiel in der Rückrunde, obwohl das schon im Januar stattfindet. Wir kriegen hier gleich den Ball mal zugespielt, können mit einem Kurzpass weitermachen. Wie gesagt, das letzte Spiel in der Rückrunde, obwohl es schon im Januar ist. Aber das ist uns sowas von egal. Hauptsache wir sind siegreich. Und jetzt kommen wir hier schon über außen. Wir kommen über Coman. Jetzt der Ball in die Mitte und da ist keiner zum Kopfball. Schade. Robben von der anderen Seite, Flanke in die Mitte und wieder keiner da. Lewandowski kommt nicht an Ball. Augsburg kann das hinten verteidigen und somit steht es nach 15 Minuten hier 0:0. 16. Minute. Augsburg kriegt einen Freistoß. Gregoritsch wird da wohl ein bisschen zu hart angegangen von Tolisso. Und jetzt gibt es Freistoß für FC Augsburg. Und das kann gefährlich werden. Das kann gefährlich werden. Der wird erstmal abgeblockt. Und somit gibt es auch gleich hinten rein die Ecke. Und hier sehen wir es nochmal. Ja, da wurde der Ball abgeblockt. Und jetzt kommt der Ball gleich reingespielt.
von Schmied. Und wir müssen auf Posten sein. Noch ist der Ball nicht weg. Noch ist er nicht weg. Ich sage es nur noch allzu oft gerne. Boah. Verteidigung, Verteidigung. Was macht ihr mit meinen Nerven? 35 Minuten gespielt. Augsburg kommt über Kajubi und Gregoritsch. Gregoritsch hat den Ball im Strafraum. Kajubi und Gregoritsch, die machen das stark. Oh, Gregoritsch wird da hart angegangen. Zum Glück pfeift der Schiri nicht auf Elfmeter. Er ist ein bisschen, wirklich ein bisschen arg hart angegangen. Aber der Schiri ist auf unserer Seite. Und jetzt haben wir erstmal den Ball und können das Ganze hier beruhigen. Über rechts kommen wir über einen Raum. Da kommt der Kopfball. Lewandowski kommt nicht dran. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war nochmal die Chance da. Und somit geht es aber jetzt zurecht mit 0:0 in die Halbzeit. Wir haben nicht viel gemacht. Augsburg hat auch nicht viel gemacht. Und somit steht es zurecht 0:0. Augsburg kommt mit Gregoritsch. Gregoritsch kann schießen. Und ich weiß gar nicht, wer es war. War es Rudi? So sah es jedenfalls aus. Kann den Ball noch grätschen, aber ich glaube, wir wären da gewesen. Also wir hätten da sein müssen bei so einem Ball. Aber hier kommt, nein, das war Hummels. Hummels rettet da und wirft sich in den Schuss. Und somit gibt es Eckball für Augsburg. Diesmal von uns aus gesehen, von der linken Seite, wieder durch Schmidt. Schmidt, der Ball kommt rein. Erstmal weg damit. Max kann schießen. Der Ball fliegt immer weiter mehr in Richtung Augsburger Tor. Und das ist schon mal sehr, sehr gut. Wir kommen über außen. Wir sind da über außen. Jetzt der Ball auf Lewandowski. Doch der kommt gar nicht an. Der wurde abgefälscht. 65. Minute. Mal wieder eine ganz, ganz minimale Annäherung von uns. Augsburg hat die besseren Chancen, müssen wir zugeben, nach jetzt bald 70 Minuten. Und Augsburg hat ja schon wieder den Ball. Und ja, es steht noch 0:0. Ein bisschen, ja, was heißt glücklich? Nicht, aber hätte Augsburg ihre Chancen genutzt, hätte es hier schon anders stehen können. 80. Minute. Müller setzt sich da mal auf den Außen durch, kriegt den Ball nicht rübergespielt. Ich weiß, ich bin gerade ein bisschen langsamer als das Spiel an sich, aber es ist hier wirklich nicht gerade sehr viel Unterhaltsames drin. 85 Minuten gleich gespielt, jetzt kommt Augsburg wieder über Schmidt. Schmidt, ich sage immer Schmidt, ich weiß gar nicht warum. Wir können den Ball da erstmal abblocken. Dann geht das wieder nach hinten auf Max. Ihr seht es, ich nehme euch mal die letzten 10 Minuten mit. So sieht das eigentlich die ganzen 90 Minuten aus. Nur jetzt nicht Augsburg kommen lassen in der 90. Gregoritsch hat nochmal den Ball. Gregoritsch hat den Ball. Gregoritsch kann ihn bringen auf Kuh. Wir halten den Ball und damit war es das. 0:0 geht das Spiel hier aus. Ei, 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 ei. Wir müssen weitaus mehr machen. Damit haben wir jetzt 2 Punkte Vorsprung vor Leverkusen, denn die haben verloren. Das heißt, unseren Vorsprung konnten wir jetzt mal ausbauen, obwohl wir nur unentschieden spielen. Das ist schon mal Punkt Nummer 1, was richtig wichtig ist. Und jetzt gucken wir gleich, wer ist denn Weltfußballer im Jahre 2021, 2022? Es ist Robert Lewandowski, der Mann kommt aus unserem Team, Stürmer vom FC Bayern, gewinnt Weltfußballer des Jahres. Weltfußballer des Jahres, Robert Lewandowski mit 115 Stimmen. Platz Nummer 2 ist mit Neymar mit 50 Stimmen und Platz Nummer 3 ist mit 25 Stimmen Dybala. Kein Ronaldo mehr, kein Messi mehr. Die Generation ist jetzt so langsam mal abgesägt. Und jetzt gucken wir, wer Welttrainer des Jahres geworden ist. Wer ist der beste Trainer? Unai Emery aus Spanien, der natürlich Paris Saint-Germain trainiert. Mit ihm sind wir auch, ja, mit ihm sind wir Champions League-Sieger geworden. Das wollte ich sagen. Und jetzt stelle ich noch die Zeit weiter und dann gucken wir mal, was uns demnächst erwartet. Auch das Spiel gegen Gladbach können wir überspringen, denn wir sitzen nur auf der Bank. Also wir werden hier irgendwie nicht ganz so glücklich bei Bayern, aber wir müssen uns hier einfach nur durchboxen. Ich glaube an uns. Wir gewinnen 2:0 und das heißt, das sind jetzt 4 Punkte Vorsprung vor Leverkusen. Das ist doch mal richtig, richtig nice. Im nächsten Part geht es dann auch gegen
Leverkusen und gegen Dortmund. Und dann werden wir mal sehen. Wir stehen auf jeden Fall schon mal gegen Leverkusen im Tor. Ich hoffe dann mal, dass auch unsere Stürmer treffen, wenn wir im Tor stehen, weil wir halten die Null ja zu, ich sag mal, 85% sicher. Aber naja, vorne müssen Tore geschossen werden. Und das liegt nicht an uns. Und dann würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Danke, dass ihr bis hierhin mitgeschaut habt. Schreibt, wenn ihr bis hierhin geschaut habt, Hashtag Bayer04Leverkusen. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann.